Probentagen bin ich meistens sehr, sehr müde. Ich habe sehr schwere Beine und schlafe sehr gut ein. Aber nach wichtigen Vorstellungen, vor allem aufregenden Vorstellungen, hat man dann halt so viel Adrenalin im Blut, dass man halt meistens nicht einschlafen kann. Und das geht ja meistens bis 3 oder 4 Uhr nachts, dass ich nicht schlafen kann, obwohl ich müde bin. Ich kann erst einmal sehr lange überhaupt nicht einschlafen. Und wenn ich einschlafe, dann kommen die Geister. Also es ist schon oft relativ schwer, früh aufzustehen. Das entspricht dann schon meiner inneren Uhr, wenn ich später ins Bett gehen könnte und länger schlafen. Dass wir schlecht schlafen können, hat viele Gründe. Wissenschaftler auf der ganzen Welt erforschen seit geraumer Zeit, warum das so ist und ob es den gesunden Schlaf heute überhaupt noch geben kann. In Los Angeles hat der Biologe Jerry Siegel von der University of California viel Aufsehen erregt. Seine neueste Studie untersucht das Schlafverhalten von Naturvölkern. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Mythen, an die ich vor dieser Studie auch geglaubt habe. Zum Beispiel, wie der natürliche Schlaf beim Menschen aussieht und wie unsere Vorfahren geschlafen haben. Vor allem sollen die Menschen früher viel länger geschlafen haben, weil uns der Stress, die harte Arbeit und das elektrische Licht heute vom Schlafen abhalten. Und so gehen wir nicht mehr wie früher bei Sonnenuntergang schlafen. Ich war da immer schon skeptisch. An seinem Institut nördlich von Los Angeles versucht Jerry Siegel deshalb, mit diesen Schlafmythen aufzuräumen. Ein Großteil seiner Arbeit erfolgt im Labor. Dort erforscht er die genauen Abläufe im Gehirn, um zu verstehen, wie der Schlaf überhaupt funktioniert. Für seine aktuelle Studie zog es Siegel raus aus dem Labor zu 3 Völkern, die noch heute als Jäger und Sammler leben. Die San-Buschleute aus der Kalahari in Kenia, die Zimane in den bolivianischen Anden und die Hadza in der Serengeti in Tansania. Insgesamt nahmen knapp 100 Menschen aus diesen 3 Naturvölkern an der Studie teil. Diese Menschen leben schon seit Jahrtausenden in ihrer natürlichen Umgebung. Wäre ihr Schlafverhalten nicht optimal, dann hätte es die Evolution längst korrigiert. Diese Menschen leben genauso wie unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren. Wir können vergleichen, ob wir ähnlich schlafen wie unsere Vorfahren oder ganz anders. How our sleep is similar, how our sleep is different. Das Forscherteam um Jerry Siegel ließ die Testpersonen über Wochen und Monate einen sogenannten Aktimeter am Handgelenk tragen. Das Gerät speichert Lichteinwirkung und Aktivitätsprofile des Körpers. So konnte Siegel ziemlich exakt die Schlaf- und Wachphasen der Naturvölker messen. Die Forscher sammelten zusätzlich Informationen über Klima- und Temperaturverläufe. Und sie unterhielten sich mit den Menschen über ihr Schlafverhalten. Die Studie lieferte überraschende Ergebnisse. Alle 3 Naturvölker haben eine Nachtruhe zwischen knapp 7 Stunden im Sommer und 8,5 Stunden im Winter. Zählt man nur die reine Schlafzeit, sind es sogar nur gerade mal 6 bzw. 7 Stunden. Sie gönnen sich dabei kaum ein Nickerchen am Tage und bleiben noch Stunden nach Sonnenuntergang wach. Oft stehen sie schon vor Sonnenaufgang auf. Die Gesamtschlafdauer der Naturvölker ist niedriger als die unserer modernen Gesellschaften. Die Naturvölker schlafen eher etwas kürzer, aber auf gar keinen Fall länger. Doch wie viele Stunden Schlaf braucht ein Mensch tatsächlich pro Nacht? Darüber streiten die Forscher. Ein Drittel der Deutschen schläft an einem normalen Werktag 7 Stunden. Ein Viertel sogar 8.
Im Juni 2015 veröffentlichten zwei der führenden US-amerikanischen Schlafverbände ihre Empfehlung. 7 oder mehr Stunden sollten wir schlafen, um keine Gesundheitsschäden zu riskieren. Für diese Empfehlung wurden 5000 Studien ausgewertet. Die meisten berücksichtigten dabei nur, was die Befragten selbst zu ihrer eigenen Schlafdauer sagten. Die tatsächliche Zeit im Bett ist aber meist länger als die gefühlte Schlafdauer. Und so gaben die Schlafverbände diese Empfehlung nur vorbehaltlich ab. Seine Studien an den Naturvölkern machen Jerry Siegel skeptisch gegenüber solchen Empfehlungen. Denn eine längere Schlafdauer ist nicht gleichbedeutend mit einem besseren und gesünderen Schlaf. Mehr als 5% der Amerikaner nehmen Schlaftabletten ein. In Deutschland sind es knapp 4%. Ob gängige Mittel wie Benzodiazepine die Schlafdauer wirklich wesentlich erhöhen, ist fraglich. Fest steht, ihre chronische Einnahme macht abhängig und hat viele Nebenwirkungen. Siegel glaubt, dass zu viele Menschen Angst haben, zu wenig Schlaf zu bekommen und dadurch krank zu werden. Und deshalb unbegründet den Arzt aufsuchen. Die korrekte Antwort des Arztes müsste dann lauten: Machen Sie sich keine Sorgen, solange Sie nicht an Schlafapnoe oder einer anderen Schlafstörung leiden. Aber wahrscheinlich sagt er: Hier haben Sie ein Rezept für Schlaftabletten, das wird helfen. Wir wissen heute schon, dass Menschen, die regelmäßig Schlaftabletten nehmen, eine geringere Lebenserwartung haben als jene, die trotz Schlafstörungen keine nehmen. Dennoch kann chronischer Schlafmangel auf Dauer krank machen. Dieter Kunz ist Schlafmediziner. In seiner Sprechstunde am St. Hedwig Krankenhaus sieht er täglich Patienten mit chronischen Schlafproblemen. Da gibt es Menschen, die mit 5 Stunden wunderbar auskommen, und es gibt Menschen, die brauchen unbedingt 10 Stunden. Das heißt, eine solche Richtgröße wie unter 7 Stunden ist gefährlich, gilt nicht für jeden. Aber diejenigen, die ihren Schlaf chronisch verkürzen, und sei das nur 1 Stunde, zum Beispiel, weil sie vom Wecker geweckt werden, gehen ein Schlafdefizit ein. Wer immer ein erhöhtes Risiko hat, eine Erkrankung zu erleiden, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf, Depression oder auch Tumorerkrankungen, weil er eine genetische Vulnerabilität dafür hat, der wird dann wahrscheinlich an dieser einzelnen Stelle erkranken. Britische Forscher fanden heraus, wer jahrelang weniger als 6 Stunden pro Nacht schläft, erleidet häufiger einen Herzinfarkt. Das Risiko steigt um 48%, für Schlaganfall um 15%. Der Grund: chronisch zu kurzer Schlaf führt zu Produktion von Hormonen und anderen Substanzen im Körper, die den Gefäßen schaden. Schwedische Forscher in Uppsala fanden heraus, dass schon eine einzige durchwachte Nacht Folgen haben kann. Sie untersuchten 2 Eiweißstoffe im Blut von Probanden, die Nacht zuvor nur wenig schlafen durften. Die Menge beider Eiweißstoffe steigt normalerweise nur bei Hirnschädigungen nach einem Schlaganfall oder einem Schädel-Hirn-Trauma an. Doch dieser Versuch zeigte, dass eine einzige Nacht ohne Schlaf dieselbe Konzentration der Stoffe verursachte. Die Wissenschaftler vermuten, dass sich im schlaflosen Zustand die Produkte des Hirnstoffwechsels ansammeln und Schäden im Gehirn auslösen können. Im Schlaflabor wird Vaclava Funke untersucht. Sie leidet seit mehr als 20 Jahren an schweren Schlafstörungen. Nur mit starken Medikamenten kann sie überhaupt schlafen. Hinzu kommen ungewöhnliche Symptome. In einem ihrer Träume wurde sie körperlich so aktiv, dass sie zu Hause schwer stürzte und dadurch ein Auge verlor. Anfang war das so ein blöder Albtraum. Und mit Jahren war es schlimmere und zuletzt kam dieser böse Geister. Und vor dem wusste ich überhaupt nicht, dass da, ich sage nur böse Geister, bis meine Nachbarin hat geklopft und sage: Was ist bei dir los? Um Hilfe und Schreie und
Da bin ich normalerweise immer wach alleine davon. Mit der Elektroenzephalographie, dem EEG, werden die Hirnströme gemessen und so das Schlaf-Wach-Muster analysiert. Doch wie sieht ein solches Schlafmuster aus? Wie verbringen wir die Nacht? Die Nacht bricht herein. Die lichtempfindlichen Zellen in der Netzhaut melden die Dunkelheit an das Gehirn. Daraufhin schüttet die Zirbeldrüse Melatonin aus, das Hormon der Nacht. Es macht uns unweigerlich müde. Die Nacht hat vier Schlafphasen. Der oberflächliche Schlaf, das Dämmern kurz nach dem Einschlafen, ist die erste Phase. Es folgt der mitteltiefe Schlaf, in dem uns nur noch laute Geräusche aufschrecken. Während der dritten Phase fallen wir in den erholsamen Tiefschlaf. Zuletzt kommt der Traumschlaf, auch REM-Schlaf genannt, wegen der Rapid Eye Movements, der schnellen Augenbewegungen. Etwa alle anderthalb Stunden durchlaufen Menschen im Schlaf diese vier Stadien. Zum Ende der Nacht hin wird der Anteil des REM-Schlafs länger. Das Gehirn ist währenddessen aktiv und produziert unsere Träume. Vaclava Funkes Diagnose lautet REM-Schlafverhaltensstörung. Eine Störung, die nur während des Traumschlafes auftritt. Sie gehört zu den schweren Schlaferkrankungen und ist für Schlafmediziner noch ein großes Rätsel. Bei der REM-Schlafverhaltensstörung werden Albträume physisch ausgelebt. Ein wichtiger Mechanismus, der unseren Körper beim Schlafen in einen Lähmungszustand versetzt, scheint defekt zu sein. Manche Betroffene schlagen sogar ihre Bettnachbarn während der Nacht. Doch diese Symptome, die auch Frau Funke aufweist, sind nur die Vorboten schlimmerer Krankheiten. Forscher haben entdeckt, dass viele Menschen mit REM-Schlafverhaltensstörung später an Parkinson erkranken. Die Befunde der letzten ein, zwei Jahre weisen aber sehr deutlich darauf hin, dass das keine Parallelerkrankungen sind, sondern dass die REM-Schlafverhaltensstörung ein Vorläufer ist, vor diesen Gruppen von neurodegenerativen Erkrankungen. Das heißt, die Hoffnung ist, wenn wir die REM-Schlafverhaltensstörung positiv beeinflussen können, dass wir dann vielleicht den Ausbruch von zum Beispiel Parkinson oder der anderen Form von Demenz, dass wir den herauszögern können, vielleicht eines Tages sogar ganz abschaffen können. Das wäre ein Meilenstein in der Schlafforschung. Seiner Patientin Vaclava Funke verschreibt Dieter Kunz das Schlafhormon Melatonin. Es ist kein herkömmliches Schlafmittel, sondern bringt auf Dauer den Schlaf-Wach-Rhythmus wieder in Ordnung. Dieter Kunz hofft, dass er damit nicht nur die akuten Schlafstörungen lindert, sondern auch einer möglichen Parkinson-Erkrankung seiner Patientin vorbeugen kann. Am Max-Planck-Institut in Göttingen wollen Biologen mit Hilfe eines ungewöhnlichen Forschungsobjektes entschlüsseln, warum Menschen und Tiere schlafen müssen, um zu überleben. Ich habe natürlich durch die Forschung einen gewissen Respekt kennengelernt vor dem Schlaf. Wenn der Fadenwurm Schlaf braucht und im Grunde jedes Tier, was ein Nervensystem besitzt, auch Schlaf braucht, dann muss Schlaf schon wirklich wichtig sein und dann muss auch im Leben Zeit und Raum eingeräumt werden für dieses Verhalten. Henrik Bringmann hatte die geniale Idee, ein bisher kaum beachtetes kleines Tier zu untersuchen, um die Schlafschaltungen im Hirn sichtbar zu machen. Sein Forschungsobjekt ist 1 Millimeter groß. Der Fadenwurm Cenor habditis elegans. Ich habe 2007 damit angefangen, mit dem Fadenwurm zu arbeiten. Und ursprünglich war sehr wenig darüber bekannt, was beim schlafenden Fadenwurm passiert. Und ich bin immer wieder überrascht, wie ähnlich doch das Gehirn des Fadenwurms funktioniert im Vergleich zum menschlichen Gehirn. Und ich war am allermeisten überrascht darüber, dass es genau solche schlafaktiven, schlafinduzierenden Zellen, wie es sie im menschlichen Gehirn gibt, auch im
Wurmsystem gibt. Damit habe ich nicht gerechnet. Zu Hunderttausenden lagern hier Fadenwürmer für die Forschung. Sie sind sehr einfach zu züchten. Der Fadenwurm hat bei der Untersuchung von Nervenschaltkreisen einen großen Vorteil. Er ist ganz einfach aufgebaut. Genau 302 Nervenzellen hat so ein kleiner Fadenwurm im Vergleich zu mehreren Milliarden, die im Menschen zusammenspielen. Der Fadenwurm hat wie der Mensch einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus. Alle 8 bis 10 Stunden schläft er für etwa 2 Stunden. Um zu verstehen, wie der Schlaf reguliert wird, sucht Henrik Bringmann zunächst nach den Nervenzellen, die den Wurm zum Schlafen bringen. Es ist nur eines von insgesamt 302 Neuronen. Und Bringmann konnte es identifizieren, das RIS. Mit Hilfe von fluoreszierenden Mitteln bringt er es zum Leuchten. Hier sieht man nämlich jetzt ganz schön den Unterschied zwischen dem wachen und dem schlafenden Tier. Das wache Tier, das kriecht hier umher, das frisst. Das schlafende Tier bewegt sich nur sehr wenig und ist eher so langgestreckt, es frisst nicht. Und wenn wir jetzt mal umschalten auf die Fluoreszenz, dann sehen wir hier die Aktivität des Schlafneurons RIS. Und man sieht hier in diesem schlafenden Tier ist sie etwas erhöht im Vergleich zu dem wachen Tier. Und jetzt wacht das Tier auf und wird auch aktiv und fängt an herumzukriechen. Doch was steuert die Aktivität dieses besonderen Neurons? Sobald Henrik Bringmann diesen Mechanismus besser verstanden hat, will er mit seinem Team den Schlaf der Würmer manipulieren. Er will Würmer heranzüchten, die gar nicht mehr schlafen oder einen ganz anderen Schlaf-Wach-Rhythmus haben. Langfristig wollen wir natürlich verstehen, wieso der Mensch schläft, und der Wurm ist ein Hilfsmittel dazu. Der Plan ist, dass wir als erstes herausfinden, wie ein Wurm schläft, dass wir dann diese Ergebnisse übertragen auf ein Säugetiersystem, beispielsweise ein Maussystem, und dann können wir anfangen, diese Grundlagen zu nehmen, um auch Schlafkrankheiten im Menschen zu verstehen und ultimativ natürlich dann auch zu behandeln. Noch sind es Grundlagen, die Henrik Bringmann am Fadenwurm erforscht. Frühestens in 20 Jahren wird man wissen, ob damit auch dem Mensch konkret geholfen werden kann. Für Naturvölker wie die Hadza in Tansania ist gesunder Schlaf kein Mythos. Sie kennen keine Schlafkrankheiten. Sie haben noch nicht mal einen Begriff dafür. Gerade mal 2% der Jäger und Sammler plagen chronische Schlaflosigkeit. In Amerika sind es 20-30% der Menschen. In Europa sieht es ähnlich aus. Dabei gönnen sich die Naturvölker sogar etwas weniger Schlaf als der zivilisierte Mensch. In Hitzeperioden sind es sogar nur knapp 6 Stunden. Die Untersuchungen von Jerry Siegel räumen mit einem weiteren Mythos auf, dem der Bettruhe von Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang. Die Hadza und auch die anderen Völker legen sich im Durchschnitt erst 3 Stunden nach dem Sonnenuntergang schlafen. Regelmäßig stehen sie schon 1 Stunde vor Sonnenaufgang auf. Warum gelingt diesen Völkern das, was uns abhanden gekommen zu sein scheint? Der relativ kurze, aber dafür gute Schlaf. Wir unterschätzen die Wirkung des Lichts, weil für uns ist natürlich Licht da, um die Umwelt wahrzunehmen, um zu sehen. Also wir nennen das die visuelle Lichtwirkung, die ist natürlich sehr wichtig. Aber neben dieser visuellen Lichtwirkung ist das Licht eben extrem wichtig, um die Tagesrhythmik des Menschen zu steuern, zu eichen. Christian Kajochen ist Chronobiologe. Sein Arbeitsplatz am Zentrum für Chronobiologie der Universitätsklinik Basel liegt im Keller mit wenig Tageslicht. Hier untersucht er mit seinem Forscherteam die Auswirkungen von Lichtintensität und Lichtfarben auf unser Schlaf-Wachverhalten. Licht ist eigentlich das stärkste Medikament. Es gibt kein stärkeres, also überhaupt kein Medikament, das unsere innere Uhr quasi eichen kann. Und für das brauchen wir eine Dosis Tageslicht. Praktisch jeden Tag. Wir wissen noch nicht genau, wie viel und wie lange. Aber Leute, die das Tageslicht nicht sehen, oder auch sehbehinderte Leute, die bekommen praktisch alle Schlaf-Wach-Störungen, weil eben diese innere Uhr nicht mehr getaktet ist.
Unsere innere Uhr wird von vielen Uhrengenen bestimmt. Ihr Grundrhythmus ist auf ungefähr 24 Stunden getaktet, schwankt aber zwischen 23,5 und 25 Stunden. Sonnenlicht ist dabei der wichtigste äußere Taktgeber. Das Sehpigment Melanopsin auf unserer Netzhaut reagiert auf die unterschiedliche Lichtintensität der Sonnenstrahlen. Die Sehnerven geben die Informationen über die Lichtveränderungen an den Nervenkern Nucleus suprachiasmaticus weiter. Er ist der zentrale Schrittmacher. Er synchronisiert den 24-Stunden-Rhythmus und stellt die innere Uhr immer wieder neu ein. Nach vorn oder nach hinten. Man vermutet, dass unsere innere Uhr mindestens 1000 Lux Lichtstärke durchgehend am Tag braucht, damit die Taktung optimal auf 24 Stunden erfolgt. An sonnigen Tagen bekommen wir 10.000 Lux ab, selbst an trüben Tagen sind es noch 5.000. In Innenräumen wie Büros kommt man, wenn man Glück hat, gerade mal auf 500 Lux. Also wir sind von Natur aus noch nicht so lange in Büros oder untertags. Wir haben erst seit 150 Jahren Kunstlicht. Also unsere Natur, unsere Biologie ist eigentlich ausgerichtet auf Tageslicht, auf Tag-Nacht-Unterschiede. Darum haben wir eigentlich eher zu wenig Licht in Büroräumen. Doch auch die farbliche Zusammensetzung des Lichtes scheint eine Rolle zu spielen. Christian K. Jochen konnte nachweisen, dass Menschen, die bis kurz vor dem Schlafengehen noch auf LED-Bildschirme starren, fast eine Stunde länger für das Einschlafen benötigen. Der Grund? Die blauen Lichtanteile der LED-Bildschirme, die auch im hellen Tageslicht vorkommen, verzögern das Ausschütten des Schlafhormons Melatonin. Christian K. Jochen möchte genauer verstehen, wie sich unterschiedliche Lichtverhältnisse auf unseren Schlaf-Wach-Rhythmus auswirken. Für mehrere Tage bleibt sein Proband jetzt in einem abgeschlossenen Raum. Hier verbringt er seine alltäglichen Schlaf- und Wachphasen. Am Computer beantwortet er dabei Fragen zu seinem Wohlbefinden. Seine Hirnströme werden die ganze Zeit über gemessen und alle 2 Stunden Speichelproben entnommen. Ein Tageslichtsimulator ahmt dabei Farbe und Intensität eines normalen 24-Stunden-Tages nach. Christian K. Jochen will testen, ob sich das positiv auf das Schlaf-Wach-Verhalten des Probanden auswirkt und natürliche Tageslichtverhältnisse wirklich besser sind. Was verändert sich im Gehirn und hormonell im Körper? Wird der Mensch mehr oder weniger leistungsfähig? Steigert es möglicherweise die subjektive Stimmung? In einem zweiten Versuch verbringt der Proband seine Zeit unter Bürobeleuchtung. Sie hat, wie auch die meisten LED-Bildschirme, naturgemäß einen hohen Blauanteil. Es entspricht der hellsten Phase des Tageslichtes. Dieses blaue Licht bleibt hier aber bis zum Abend konstant. Erste Ergebnisse zeigen, dass der Proband bei natürlichen Lichtverhältnissen deutlich besser schläft als bei konstant blauem Kunstlicht. Doch Christian K. Jochen hat noch eine weitere Entdeckung gemacht. Es gibt Lichtspektren, die schlaffördernd wirken können. Grünes Licht zum Beispiel. Diese neuen Erkenntnisse könnten die Schlaftherapie revolutionieren. Eine Möglichkeit sehe ich zum Beispiel in Altersheimen oder in Schulräumen, wo man die Lichtsituation dementsprechend anpassen kann. Man kann sich auch vorstellen, dass man während des Schlafs quasi Lichtapplikationen dem Schläfer direkt aufs Auge projiziert. Zum Beispiel während des Tiefschlafes oder während des REM-Schlafes mit verschiedenen Lichtspektren arbeiten kann, um quasi den Schlaf des Schläfers zu verbessern, um die Durchschlafstörung zu behandeln, solche Sachen. Aber das ist noch in Zukunft natürlich. Nicht nur Farbe, Menge und Intensität des Lichtes sind entscheidend für den Schlaf, sondern auch das Timing. Das Morgenlicht wirkt besonders gut gegen Depressionen und Schlafstörungen. Warum? Das ist noch ungeklärt. Der Blick auf unsere Vorfahren könnte Antworten geben. Jerry Siegel beobachtete bei allen 3 Naturvölkern, dass die Menschen morgens die meiste Dosis Tageslicht abbekommen. Zur Mittagszeit ziehen sie sich in der Regel in den Schatten zurück. Nach Siegel könnte dieses Verhalten evolutionär unseren inneren Rhythmus geformt haben.
Das könnte erklären, warum viele Menschen ohne helles Licht am Morgen depressiv werden. Unsere Vorfahren bekamen über Hunderttausende von Jahren das meiste Licht am Morgen ab. Unser Melatoninsystem und andere Systeme, die unsere Gefühle und die innere Uhr steuern, haben sich offenbar so entwickelt, dass sie dieses frühe Morgenlicht nutzen können. Doch Tageslicht scheint nicht der einzige Grund für den guten Schlaf der Naturvölker zu sein. Jerry Siegel hat bei seinen Studien beobachtet, dass die Menschen dann einschlafen, wenn die Umgebungstemperatur spürbar fällt. Das Überraschende, sie wachen immer auf, wenn die Temperatur ihren tiefsten Punkt erreicht hat und wieder zu steigen beginnt. Oftmals noch vor Sonnenaufgang. Im wärmeren Sommer schlafen die Naturvölker fast eine Stunde kürzer als in der etwas kühleren Winterzeit. Für unsere Vorfahren war es offenbar am besten, bei niedrigen Temperaturen zu schlafen. Denn wenn es kalt ist, verbrauchen wir mehr Energie für unsere körperlichen Aktivitäten. Fallende Temperaturen scheinen dem Körper zu signalisieren, dass es die ideale Zeit ist, einzuschlafen. Vielleicht ein Grund dafür, warum wir uns heute mit dem Schlafen so schwer tun. Wir sind darauf programmiert, unsere Körpertemperatur beim Schlafen nach unten zu regulieren. Bei einer sinkenden Außentemperatur fällt uns das leichter. Doch wir leben und schlafen in Umgebungen mit künstlich gleich hoch gehaltenen Außentemperaturen. In unseren Gesellschaften müssen wir wieder lernen, beim Schlafen unsere Körperwärme abzugeben. Viele Menschen können dies nicht mehr. Es ist etwas Neues für unsere Zivilisation. Aber wenn wir in Umgebungen schlafen, in denen die Temperatur nicht nur niedrig ist, sondern auch tatsächlich absinkt, könnte das möglicherweise Menschen mit Schlafstörungen helfen. Auch der ganz normale Arbeitsalltag kann uns den Schlaf rauben. Denn wir versuchen permanent, unsere innere Uhr, also unseren Schlaf-Wach-Rhythmus, zu überlisten. Ob Frühaufsteher oder Nachtmensch, das Leben nimmt wenig Rücksicht auf unsere Schlafvorlieben. Während die Lerchen zeitig aufstehen und auch früh zu Bett gehen, blieben es die Eulen lange zu schlafen und spät ins Bett zu gehen. Umerziehen lassen sich diese angeborenen Chronotypen nicht. Meist müssen sie gegen ihren natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus leben und arbeiten. Die Snooze-Taste wird schon echt oft benutzt. Meistens kommen meine Eltern und holen mich dann noch raus nachher. Aber ja, es muss halt sein, dass man früher aufsteht. Halb sieben aufstehen, um sieben aus dem Haus. Ein Schicksal, das Thilo Idris mit vielen Schülern teilt. Am Altsdorfer Gymnasium geht die Schule wie fast überall in Deutschland um 8 Uhr morgens los. Man ist noch relativ schlapp und man ist auch nicht so effektiv jetzt in der ersten Stunde. Aber wenn man sich dann in der ersten Stunde so stark konzentriert, dann ist man nachher auch noch müder, wo dann auch schon die Augen zufallen. Vor allem Jugendliche tun sich mit dem frühen Rhythmus schwer. Am Altsdorfer Gymnasium möchte man etwas verändern und hat sich deshalb die Hilfe von einem Schlafforscher geholt. Wer mit Wecker aufwacht, der hat nicht ausgeschlafen. So einfach ist das. Er wird zu früh geweckt. In Deutschland haben wir immer noch die sehr starke Moralvorstellung, dass je früher jemand ist, desto braver, disziplinierter und damit auch intelligenter oder sonst etwas er ist. Und da müssen wir auch mal aufräumen. Der Chronobiologe Till Rönneberg ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er kann den Beginn seines Arbeitstages selbst festlegen. Wie mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist er ein später Chronotyp. In einer seit Jahren laufenden Studie hat Till Rönneberg Tausende von Menschen über ihre Schlaf- und Wachzeiten befragt. Ihn interessierte besonders die Diskrepanz zwischen freien und Arbeits- bzw. Schultagen. Till Rönneberg hat festgestellt, dass die meisten Menschen an Arbeitstagen nur mit einem Wecker wach werden und somit regelmäßig zu früh aufstehen müssen.
Sie leiden unter dem sozialen Jetlag, wie er es nennt. Die innere und die äußere Uhrzeit stimmen nicht mehr überein. Der frühe Aufsteher ist der gesunde Mensch, ist der vernünftige Mensch. Das stimmt. Aber nicht mehr bei uns. Und was meine ich damit? Das stimmt, wenn wir zum Beispiel draußen arbeiten. Das heißt, wenn wir unseren inneren Uhr ganz viel Licht geben und wenn wir nachts kein künstliches Licht anmachen. Das heißt, früher konnten wir genauso nur leben. Und in den Zeiten war jemand, der von 2 Uhr morgens erst um 2 Uhr morgens erst einschlafen konnte und bis 10 Uhr geschlafen hat, der hatte ein Problem. Der hatte wahrscheinlich sowieso ein gesundheitliches Problem. Denn kein Mensch hätte so geschlafen. Unter den Bedingungen. Nun haben wir aber diese Bedingungen nicht mehr. Aber wir haben immer noch diese Vorstellung in uns eingepflanzt, dass wenn jemand nicht von alleine früh aufwacht, dann ist irgendwas komisch mit ihm. Till Rönneberg zufolge müssten alle Arbeitszeitmodelle grundlegend überprüft werden, um dem sozialen Jetlag entgegenzuwirken und eine gesündere Arbeitswelt zu schaffen. Ein ganz extremes Arbeitszeitmodell ist die Schule. Denn mit der Pubertät ändert sich der Schlaf-Wach-Rhythmus. Jugendliche werden später müde, die innere Uhr tickt plötzlich anders. Wir unterrichten die Jugendlichen in ihrer internen Mitternacht. Das ist nicht effektiv. Und dagegen arbeiten wir auch. Das heißt, wir versuchen, die theoretischen Erkenntnisse, die wir haben, umzusetzen im realen Leben. Mit der Schule in Alsdorf hat Till Rönneberg ein Pilotprojekt gestartet. Die Schüler der Oberstufe können seit kurzem in der ersten Stunde fehlen, wenn sie wollen. Es ist ohnehin eine sogenannte Selbsttätigkeitsstunde, die im ursprünglichen Schulkonzept flexibel gestaltet werden kann. Die Oberschüler müssen die fehlende erste Stunde später am Tag nachholen. Die Pilotphase wird wissenschaftlich begleitet. Dazu tragen Thilo und andere Schüler Aktimeter am Arm. Sollte das Pilotprojekt erfolgreich verlaufen, können Thilo und seine Mitschüler wochentags länger schlafen, so wie es ihrem Rhythmus entspricht. Die Chancen stehen gut, denn nicht nur die Behörden machen mit, auch bei Lehrern und Eltern kommt die Aussicht auf entspannte Morgenstunden gut an. Durch das System kann der Wecker auch mal ein bisschen entweder Ruhe haben oder ein bisschen später klingeln. Jeder Mensch hat einen angeborenen Schlaf-Wach-Rhythmus. Kann er aus diesem ohne Schaden ausbrechen? Vielleicht finden sich Antworten bei unseren frühen Vorfahren. Den Affen. Der Evolutionsbiologe Charles Nunn von der amerikanischen Duke-Universität in Durham, North Carolina, forscht am Lemurenzentrum gleich nebenan. Seit Jahrzehnten beschäftige ich mich mit der Evolution des Schlafes anhand von Säugetieren. Hier in Durham untersuche ich den Schlaf der Lemuren, um unsere Stammesgeschichte, den Baum des Lebens, besser zu verstehen. Als ich sah, wie komplett unterschiedlich das Schlafverhalten der Menschen ist, hat mich das total umgehauen. Hier leben knapp 250 Lemuren, normalerweise im Freien. Nur im Winter müssen sie ins Gebäude, da sie die Kälte aus ihrer Heimat Madagaskar nicht kennen. Lemuren gehören zu den Feuchtnasenaffen, eine Frühform der Primaten. Sie sind deswegen evolutionsbiologisch besonders interessant. Für seine aktuelle Studie hat Charles Nunn gemeinsam mit seinem Kollegen David Sampson das Schlafverhalten von Lemuren, aber auch anderen Primaten wie Menschenaffen untersucht und Erstaunliches festgestellt. Alle Primaten schlafen viel länger als der Mensch, mit seinen ca. 7 Stunden pro Nacht. Zudem ist der Anteil der REM-Schlafphase am Gesamtschlaf bei allen Primaten wesentlich geringer als beim Menschen. Der REM-Schlaf ist wahrscheinlich für viele kognitive Prozesse wichtig. Charles Nunn schließt daraus, dass die Evolution den Menschen zu einem effektiven Hochleistungsschläfer gemacht hat. Der Grund? Anders als Affen, die sich im sicheren Baum ihre Schlafstätte bauen, musste der Mensch lernen, auf der Erde sein Bett zu errichten. Sleeping on the ground exposes animals to greater predation.
Tiere sind größeren Gefahren ausgesetzt, wenn sie auf dem Boden schlafen. Dort sind mehr Räuber. Auf dem Boden zu schlafen bringt also Nachteile mit sich. Wir wissen von Säugetieren, wann immer es nachteilig ist zu schlafen, schlafen sie weniger. Das ist bei allen Säugetieren so. Aber beim Menschen passiert noch etwas anderes, etwas, das uns als Spezies so erfolgreich gemacht hat, das soziale Lernen. Es ist von Vorteil gewesen, wach zu sein, um voneinander zu lernen und neue Dinge auszuprobieren. Doch manche Feuchtnasenaffen können etwas, das wir Menschen offenbar verlernt haben. Der Schlaf-Wach-Rhythmus der Lemuren variiert je nach Art. Manche sind nachtaktiv, manche tagaktiv und manche haben einen sehr flexiblen, von Tag zu Tag wechselnden Rhythmus. Mit Experimenten wollen Nan und sein Team herausfinden, wie Lemuren bei Kognitionstests abschneiden, nachdem sie weniger oder mehr als sonst geschlafen haben. Dieser Ringschwanz-Lemur ist ein flexibler Schläfer. Er soll sich im unausgeschlafenen Zustand seinen Lieblingssnack durch die Plastiköffnungen holen. Die Forscher messen seine Geschicklichkeit. Erste Ergebnisse zeigen, dass der Ringelschwanzlemur, wie auch alle seine Artgenossen, nach Schlafentzug träger reagiert. Doch die Nachtschläfer unter den Lemuren, deren Schlafverhalten dem Menschen am ähnlichsten ist, haben am meisten Probleme mit weniger Schlaf. Charles Nunn hofft, dass wir eines Tages von den Lemuren lernen können, flexibler zu schlafen. In unserer modernen Welt würden viele gerne etwas flexibler schlafen können, obwohl wir wissen, dass es gesundheitliche und kognitive Einschränkungen bringt. Wir möchten verstehen, ob unregelmäßiger Schlaf auch Auswirkungen bei den Lemuren hat, indem wir ihr Schlafverhalten verändern. Wir hoffen, dass wir langfristig verstehen, wie die Evolution dieses flexible Verhalten bei den Lemuren geformt hat. Vielleicht können wir dadurch einige der Techniken benutzen, seien sie physiologisch oder anderweitig, um den Menschen zu befähigen, dann flexibel zu sein, wenn er flexibel sein muss. Auf der Suche nach dem gesunden Schlaf müssen wir vielleicht lernen, unser Schlafverhalten besser an die Gegebenheiten anzupassen. Es war eigentlich schon immer ein Traum von mir, eine Tänzerin zu werden. Es ist bei fast allen, die Tänzer werden, muss es ein Traum sein, weil das so hart ist. Das würde man gar nicht durchhalten. Für uns ist es eigentlich kein Job, es ist eigentlich unser Leben. Wir leben hier, wir verbringen unsere Tage hier, wir arbeiten auch 6 Tage die Woche. Und wenn wir eine Vorstellung haben, haben wir doppelte Arbeitszeit. Und das ist halt sehr anstrengend, ja. Tagsüber Training, abends Vorstellung. Unregelmäßige Arbeitszeiten, wenig Schlaf. Das Leben eines Tänzers steht symptomatisch für den Lebensrhythmus vieler Menschen in der modernen Welt. Den Schlafforscher Ingo Fietze der Berliner Charité brachte dies auf eine Idee. Das haben wir uns im Vorfeld auch nicht erträumen lassen, dass wir mit dem Staatsballett eine sogenannte Schlafstudie machen. Aber wir sind viel in Schichtbetrieben unterwegs, dass die Idee aufkam, warum nicht auch mal Balletttänzer messen. Denn letztendlich sind das auch Schichtdiensttreibende. 3 Monate lang trugen die Tänzer Aktimeter und dokumentierten minutiös ihr Schlafverhalten. Ingo Fietze stellte fest, dass die meisten Tänzer mit weniger als 7 Stunden viel zu wenig schlafen und auch ihre Schlafqualität leidet. Wir dürfen, wenn wir das Licht ausmachen und das Licht wieder anmachen, in dieser Zeit im Bett dürfen wir 15% wach sein, dann haben wir eine sehr gute Schlafqualität. Und wir haben gesehen, die Schlafqualität bei den Balletttänzern ist unter 85%. Die ist also nicht mehr sehr gut, die ist gerade mal gut. Eingeschränkte Schlafqualität bei kurzer Bettzeit, das macht natürlich ein Schlafdefizit und möglicherweise ein hohes Risiko für Verletzungen. Gemeinsam mit dem Ballett hat Ingo Fietze nach Lösungen gesucht.
Ein spezieller Ruheraum soll den Tänzern in ihren Pausen helfen, ihre Müdigkeit auszugleichen. Hierzu hat er mit Klima-, Raum- und Akustikexperten eine Raum-in-Raum-Konstruktion entwickelt, die sich mitten im Probebereich des Staatsballetts befindet. Sie ist für kurze Ruheschlafphasen ideal. Ingo Fietze glaubt, dass wir flexibler schlafen können, wenn es das Leben erfordert. Also gerade diese kurzen Ruhepausen sind eigentlich die besten. Diese 20 Minuten, die man sich mal kurz hinlegt, da fühlt man sich danach wieder frisch. Und das ist halt besser als irgendwie einen ungesunden Kaffee zu trinken oder sich mit Schokolade voll zu essen, um irgendwie ein bisschen Kraft zu haben und wach zu werden. Also ist das eigentlich am besten. Natürlich ist der Nachtschlaf gesund, ist gar keine Frage. Es ist nachts, die Körpertemperatur ist niedrig, es ist einfach die beste Zeit zum Schlafen. Aber es gibt bisher keinen Nachweis, dass ein Schlaf, der gesplittet ist, ungesünder ist. Also wenn man unter der Woche oder die Balletttänzer über 7 Tage die Woche es nicht schaffen, nachts ihre Wohlfühlschlafmenge zu bekommen, dann kann man das am Tage nachholen. Also wir sagen, gesunder Schlaf bedeutet mindestens sieben Stunden Schlaf in 24 Stunden. Das dürfen durchaus 5 Stunden nachts und 2 Stunden am Tage sein. Das dürfen auch 6,5 Stunden nachts und vielleicht 1/2 Stunde am Tage sein. Müssen wir lernen, unseren Schlaf an unsere modernen Lebensbedingungen anzupassen? Oder müssen wir für den gesunden Schlaf wieder so schlafen, wie es der Mensch früher getan hat? Zum Beispiel im Freien. Wissenschaftliche Experimente haben gezeigt, dass der Mensch draußen nicht länger, aber dafür besser schläft. Hier sind wir dem natürlichen Licht- und Temperaturrhythmus ausgesetzt. Unsere innere Uhr ist besser getaktet. Dazu muss man aber nicht gleich die Zelte im Garten aufschlagen, mehr Tageslicht aufnehmen und abends nicht ewig vor dem Bildschirm. Das könnte uns schon helfen, gesünder zu schlafen.